Tag am Strand. Er hat sie verändert. Sie wollen Rache. Was war Ihr Plan? Von Zelle zu springen und Terroristen zu töten? Für den Anfang, ja. Belebt dieser Film das Antiterroragenten-Genre wieder? Dylan O'Brien wird nach einem Anschlag auf Ibiza zum titelgebenden American Assassin, der die Drahtzieher jagen und einen Nuklearangriff verhindern soll. Viel Action, viel Tempo, aber irgendwie ist das alles nichts Neues. Du kriegst es zurück. 27 Jahre lang konnte sich die Clownbranche von dem Imageschaden erholen, den Pennywise ihr einst zufügte. Jetzt ist er wieder da. Oder besser, es ist wieder da. In der schaurigen, aber auch überraschend lustigen Neuauflage sorgt Bill Skarsgård dafür, dass auch in den nächsten 27 Jahren niemand über Clowns lachen wird. Eine weitere Vermisste. Wir kommen wegen der Vermissten. Wer wird vermisst? Sylvia Utterson. Ich bin Sylvia Utterson. Warum meldet sie jemand als vermisst? An der Besetzung liegt es nicht. Die ist mit Michael Fassbender, Rebecca Ferguson und J.K. Simmons genauso hochkarätig wie die Romanvorlage von Jo Nesbø. Nur leider geht bei der Verfilmung von Schneemann die Handlung irgendwo im Schneegestöber verloren. Ansage, ab jetzt ist Magical Mystery Time. Und Charlie hier ist unser Boss. Weil er der Erste war, der wegen Techno in der Klapse war. Da hieß das noch nicht mal Techno. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track, den spielt sie mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist? Abfahrt. Karl Schmidt ist der beste Freund von Herr Lehmann. Oder er war es. Denn was der Herr Lehmann so treibt, verrät Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt nicht. Dafür erfährt man aber, was Karl Schmidt nach seinem Entzug treibt. Zum Beispiel mit ein paar Techno-Idioten Mitte der 90er auf Tour zu gehen. Ein toller Film.